Herzlichen Dank für die freundlichen Worte zur Einführung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte meinen Vortrag mit einer Reihe klassischer Zitate eröffnen. Sie führen uns dann unmittelbar an das Problem heran, mit dem wir uns in der folgenden Stunde auseinandersetzen wollen. Ob die Zeit existieren würde, wenn es keine Seele gäbe, fragt schon Aristoteles. Und Leibniz konkretisiert: Zeit lässt sich nicht von Geschehnissen trennen. Raum und Zeit können nicht in sich selbst unabhängig von Körpern existieren. Er fügt hinzu, es sei denn als Ideen Gottes. Er steht damit in krassem Gegensatz zu seinem Zeitgenossen Newton, der postuliert: Tempus absolutum verum et mathematicum, das berühmte Zitat, die absolute, wahre und mathematische Zeit fließt für sich und vermöge ihrer eigenen Natur gleichförmig und ohne Beziehung zum äußeren Geschehen. Die absolute und universale Zeit beherrscht seit Newton die Dynamik, die klassische Dynamik. Die Zeit muss aber ihren Absolutitätsanspruch unter dem Zwang der Relativitätstheorie aufgeben. Von Stund an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken. Und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbstständigkeit bewahren. So fordert der Göttinger Mathematiker Minkowski um die Jahrhundertwende. Immerhin, die Transformationen der Relativitätstheorie bezwecken noch die Erhaltung eines wesentlichen Merkmals der Newtonschen Dynamik, nämlich ihre Invarianz gegenüber der Zeitumkehr. Die Gesetze unserer Dynamik ändern sich nicht, wenn wir die Zeit an der Gegenwart spiegeln, sie also umkehren oder t durch minus t ersetzen. Wir selber, wir Menschen, sind aber durchaus in der Lage, die Vergangenheit von der Zukunft zu unterscheiden. Und damit sind wir wieder bei der Frage des Aristoteles, die modern interpretiert die Frage nach dem beseelten Beobachter ist. Nun, heute sind die Physiker sehr viel vorsichtiger mit ihren Definitionen. So formuliert Richard Feynman, sehr viel weniger anspruchsvoll als irgendeiner seiner Vorgänger und mit entwaffnender Banalität: Time is how long we wait. Oder time is what happens when nothing else happens. Und ich möchte das ergänzen mit einer Erfahrung, die mir sehr viel näher liegt: Zeit ist, was uns fehlt, wenn sich zu viel ereignet. Nun, wir werden uns in diesem Vortrag besonders mit dem Beobachter, der ja in diesen Worten zum Ausdruck kommt. Was heißt es? Time is what happens when nothing else happens. Eben, es ereignet sich etwas mit dem Beobachter. Wir werden uns in diesem Vortrag sehr viel mit dem Beobachter und vor allem der Natur der im Beobachter ablaufenden Prozesse beschäftigen müssen. Auch wenn sonst nichts geschieht, mit dem Beobachter geschieht etwas. Das ist zunächst weder absolut noch universell. Doch es lässt sich durch Synchronisation vermittels universell vereinbarter Uhren objektivieren. Nun, ein Beobachter, was ist das? Können wir ihn abstrahieren? Können wir ihn durch einen Apparat ersetzen? Und wenn, wie muss dieser Apparat beschaffen sein? Doch so weit sind wir noch nicht. Schauen wir uns zunächst einmal sein wesentlichstes Hilfsinstrument, die Uhr, an. Ich möchte hier gleich noch einmal Feynman zitieren: What really matters anyway is not how we define time, but how we measure it. Zur Zeitmessung eignen sich vor allem periodische Vorgänge. Zunächst einmal die natürlichen periodischen Vorgänge, etwa wie die Planetenumläufe, sodann
künstlich erzeugte, das Pendel, die Quarzuhr, die Atomuhr. Doch Periodizität an sich ist noch kein Kriterium für die Eignung zur Zeitmessung. Wer sagt uns, dass die Perioden konstant sind? Wer sagt uns, dass sie so konstant sind, wie es die jeweils angestrebte Präzision der Zeitmessung erheischt? Wir müssen zusätzlich das dem periodischen Vorgang zugrunde liegende physikalische Gesetz kennen und wir müssen durch Kenntnis oder Kontrolle der Randbedingungen dafür sorgen, dass dieses Gesetz innerhalb der vorgebbaren Genauigkeitsgrenzen durch den realiter ablaufenden Prozess auch erfüllt wird. Wir sollten uns nicht darüber hinwegtäuschen. Eine gute Uhr bedeutet eine gute Theorie des dynamischen Prozesses, der dieser Uhr zugrunde liegt. Dann können wir den periodischen Prozess im Einzelnen analysieren. Und wir können den Ablauf des periodischen Prozesses, das heißt sogar den Ablauf innerhalb der Periode, bereits zur Zeitmessung ausnutzen. Das tut beispielsweise die Sonnenuhr. Die Sonnenuhr misst die Zeit innerhalb der Periode. Doch sehr viel häufiger zählen wir einfach bei unseren Uhren die Zahl der durchlaufenden Perioden ab. Also, wir benutzen in den Uhren eine Unruhe und lassen den Zeiger weiter wandern. Der zählt einfach die Zahl der Schwingungen dieser Unruhe oder das Pendel oder etwa die elektrische Schwingung einer Quarzuhr oder der Atomuhr. Schließlich können wir auch sehr viel kompliziertere Schwingungsvorgänge als Uhren verwenden und viele der biologischen, natürlichen Uhren oder alle biologischen Uhren basieren auf nichtlinearen Schwingungsprozessen. Es gibt keine einfache sinusförmige Periodizität in den Uhren der belebten Welt. Nun, wenn wir einmal eine Theorie des ablaufenden dynamischen Prozesses besitzen, dann brauchen wir nicht einmal den periodischen Prozess. Zum Beispiel, wir können den Abklingvorgang selber heranziehen. Der einfachste Abklingvorgang etwa wäre die Eieruhr. Wir lassen einfach eine Menge Sand aus einem Behälter herausrinnen, kalibrieren die Zeit und haben dann eine Uhr. Oder wir benutzen den radioaktiven Zerfall. Natürlich nur, weil wir das Zerfallsgesetz kennen, das im Wesentlichen ein exponentielles Abklinggesetz ist. Wir können dann mithilfe solcher radioaktiver Uhren zur Vergangenheit datieren. Oder schließlich können wir jedes beliebige Zeitgesetz heranziehen, wenn wir es nur vorher bestimmt haben. Mit solchen Uhren sind die Physiker weit in die Dimension der Zeit vorgestoßen. Etwa die Atomuhr, die Hyperfeinstrukturübergänge im Magnetfeld benutzt, etwa beim Cäsium, hat eine Frequenz von 9.192.631.770 Mal pro Sekunde, also fast 10 Milliarden Mal pro Sekunde. Oder etwa, wenn ich Herrn Mösbauer anschaue, mit dem von ihm entdeckten Effekt, kommt man zu noch wesentlich kürzeren Vorgängen, eben wenn man Resonanzerscheinungen im Bereich der Gammaquanten ausnutzt. Ich will gleich noch einiges über die Zeitkonstanten, über die Zeitstruktur unserer physikalischen Welt sagen. Aber zunächst vielleicht, wie messen wir solche Zeitkonstanten? Nun, die einfachste Messung ist, wir verfolgen natürlich einen makroskopischen Prozess, wir stören und messen einfach die Antwort des Systems auf diese Störung. Also direkt die Zeitabhängigkeit unter Benutzung einer Uhr. Der Chemiker, der in der klassischen Kinetik misst, nimmt eine Stoppuhr. Schließlich benutzt man einen Elektronenstrahloszillographen, bei dem der Elektronenstrahl mit einer bestimmten Geschwindigkeit ausgelangt wird und kommt mit solchen direkten Messungen heute bis in den Zeitbereich von
Milliardstel und Billionstel Sekunden, aber mit indirekten Messungen, etwa wenn man die Existenz eines dynamischen Prozesses, der mit einer bestimmten Geschwindigkeit abläuft, zu Hilfe nimmt, dann kann einem die Reichweite Auskunft über die Zeit geben, wenn man die Geschwindigkeit kennt. Das ist auch eine Methode in der Kinetik. Man verwandelt das zeitliche Nacheinander in ein räumliches Nebeneinander, und zwar mit Hilfe einer Translation, die mit konstanter Geschwindigkeit abläuft. Ein bekanntes Beispiel ist etwa die Messung, schon in den 20er Jahren von Hartridge und Roughton durchgeführt, der Beladung etwa des Blutes mit Sauerstoff. Man lässt eine sauerstoffarme, also eine venöse Hämoglobinlösung mit einer gesättigten Sauerstofflösung mit konstanter Geschwindigkeit zusammenströmen und sieht dann im Strömungsrohr, wie sich die dunkelrote Farbe des venösen Blutes in die hellrote Farbe des arteriellen Bluts umwandelt. Und bei Kenntnis der Geschwindigkeit ist der räumliche Abstand ein Maß für die Zeit. Nun, was uns mehr interessiert, ist natürlich nicht, wie wir messen, sondern wie die Zeitstruktur unserer Welt beschaffen ist. Fangen wir doch mit den langen Zeiten einmal an. Was sind die längsten Zeiten, die wir kennen? Nun, die Physiker können heute ein Alter des Universums berechnen. Das ist vielleicht die längste real existierende oder, wenn wir Hilfsgeräte mit zulassen, die längste erlebte Zeit. Natürlich nicht individuell von uns erlebte Zeit. Die Größenordnung dieser Zeit beträgt 10 hoch 10 Jahre, oder da wir uns später mit kurzen Zeiten beschäftigen wollen, wollen wir uns gleich auf den Sekundenmaßstab einigen. Das ist etwas mehr als 10 hoch 10 Jahre, ungefähr etwas weniger als 10 hoch 18 Sekunden, also eine 1 mit 18 Nullen. Das ist die längste Zeit, die eine reale Bedeutung zunächst mal hat. Die Erde ist im logarithmischen Zeitmarsch nur wenig, im Absoluten natürlich ein gutes Stück jünger, ungefähr die Größenordnung 10 hoch 17 Sekunden oder etwas darüber. Leben gibt es auf der Erde auch etwa seit 10 hoch 17 Sekunden. Also, solange es die Erde gibt und sobald die Erde abgekühlt war, sobald die Chemie einer reduzierenden Atmosphäre die nötigen Substanzen angereichert hat, erscheint auch das Leben in seinen primitiven Formen und lässt sich etwa seit einer Zeit von 3,5 Milliarden Jahren schon in zellulären Strukturen nachweisen. Die Erde selber ist nur 4,7 Milliarden Jahre alt. Sehr viel länger dauert es dann, bis aus diesen primitiven, einzelligen Formen des Lebens die Kunstwerke der Natur, die Vielzeller, die höheren Organismen werden. Sie sind nicht viel älter als 1 Milliarde Jahre oder sogar noch etwas jünger. 10 hoch 16 Sekunden etwa. Und wir Menschen, wir sind nicht viel älter als etwa 1 Million Jahre oder 10 hoch 14 Sekunden. Und Dokumente über die Kultur des Menschen sind nicht viel älter als 10 hoch 12 Sekunden. Und schließlich ein Menschenleben selber dauert nicht viel mehr als etwa 3 mal 10 hoch 9 Sekunden, 3 Milliarden Sekunden. Und eine Generation von Menschen, also etwa 30 Jahre, sind gerade 10 hoch 9 Sekunden. Und für die ganze Erforschung dieser ist für uns sehr wichtig die Lebensdauer eines Doktoranden. Sie ist von der Größenordnung 10 hoch 8 Sekunden. Und schließlich ein Arbeitstag dauert 10 hoch 5 Sekunden, also 100.000 Sekunden. Und für ein Kind ist ein Tag eine sehr lange Zeit. Aber unser Universum, obwohl es 10 hoch 18
Sekunden alt ist, wird nach allgemeiner Ansicht als sehr jung angesehen. Denn sonst würden wir nicht hier sein. Sonst könnten wir uns nicht der Sonne erfreuen. Und unser Leben ist eben daran, an diese Bedingung gebunden. Wie jung unser Universum möglicherweise ist, entnehmen wir einer Zeit, die aus den letzten Theorien der Physiker über die Struktur der Elementarteilchen hervorgeht. Und zwar glaubt man heute aus dieser Theorie die Lebensdauer der schwereren Teilchen, also zum Beispiel der Protonen, der Hadronen, ableiten zu können. Man glaubt, dass diese Teilchen instabil sind letztlich und zerfallen, was bedeuten würde, dass unsere ganze materielle Welt instabil ist. Und diese Lebensdauer ist von der Größenordnung 10 hoch 38 Sekunden. Und wir hatten uns eben auf 10 hoch 18 Sekunden. Also wenn wir uns in dieser Lebensdauer der Protonen und wenn diese Theorie richtig ist, dann haben wir erst ein 10 hoch 20stel dieser Lebenszeit seit Beginn des Universums, seit dem Urknall erfahren. Und das in der Tat ist eine sehr kurze Spanne. Sie ist sehr viel kürzer als die schon, also der Abstand dazu ist sehr viel größer als die schon die Existenzzeit unserer Erde oder des ganzen Universums. Nun, der experimentelle Beweis dafür, dass das Proton wirklich eine endliche Lebensdauer hat, steht noch aus. Aber er ist in die Nähe des Möglichen gerückt und Experimente sind in mehreren Laboratorien im Gange. Es geht einfach darum, den äußerst seltenen Prozess des Zerfalls eines Protons, da die Lebensdauer so lang ist, sind es nur ganz wenige Protonen, die uns mal den Gefallen tun, heute schon zu zerfallen, diesen auch sicher, das heißt dann eben weit unter der Erde und abgeschirmt ist gegen Strahlung, zu messen. Soweit zu den langen Zeiten. Jetzt wenden wir uns einmal den kurzen Zeiten zu. Gibt es eine kürzeste Zeit? Physiker wissen, dass es eine größtmögliche Geschwindigkeit gibt, die Lichtgeschwindigkeit. Im Vakuum 3 × 10 hoch 10 Zentimeter pro Sekunde. Also 30 Milliarden Zentimeter pro Sekunde. Sie wissen weiterhin, dass die Energie gequantelt ist und in kleinsten, nicht mehr unterteilbaren Portionen geliefert wird. Eine kürzeste Zeit würde eine höchste Frequenz bedeuten und mit der Quantelung der Energie, die Energie durch ein H nü ausdrückbar ist, könnte man eine solche Zeit abschätzen. Wenn es eine kürzeste Zeit gäbe, muss es auch eine kürzeste Länge geben, denn die Lichtgeschwindigkeit ist eine Konstante. Abschätzungen würden, wenn man etwa kürzeste Längen mit kürzesten Zeiten vergleicht, wenn man Energie, Ruhemasseenergie der schweren Teilchen vergleicht, würde auf eine kürzeste Länge von etwa 10 hoch minus 12, 10 hoch minus 13 Zentimeter und Zeit von 10 hoch minus 24 Sekunden. Aber nach den modernen Theorien ist es nicht wahrscheinlich, dass es eine solche Länge gibt. Ich glaube, Heisenberg war in seiner Theorie, die er äußerte, ging noch davon aus, dass es unter Umständen eine solche Begrenzung gibt. Die modernen Theorien postulieren eine Einheit der Kräfte. Und so haben zum Beispiel Gleschow, Salam und Weinberg schon eine Vereinigung der elektromagnetischen mit den schwachen Kernkräften zeigen können. Dafür haben sie 1979 ihren Nobelpreis bekommen. Und diese Vereinigung tritt auf, wenn die Teilchen sich in einem Abstand von 10 hoch minus 17 Zentimeter befinden. Nun, das wäre schon eine Länge, die kurz ist gegenüber
Dimensionen der Kerne. Man erhofft heute eine sogenannte Grand Unification, auch mit den schweren Kernkräften zu erreichen, muss dazu aber, um sie nicht mehr zu unterscheiden von elektromagnetischen Sparkräften, in einen Bereich von 10 hoch minus 29 Zentimeter gehen und schließlich, wenn man auch noch die Gravitationskräfte mit einbeziehen will, in einen Bereich von 10 hoch minus 34 Zentimeter. Nun, mit der Lichtgeschwindigkeit können wir das alles in Zeitdimensionen umrechnen. Das wäre also etwa das Einsetzen der Quantenelektrodynamik würde in Zeitbereichen von 10 hoch minus 19 Sekunden die Vereinigung schwacher und elektromagnetischer bei 10 hoch minus 28 Sekunden, die Vereinigung mit den starken Kernkräften bei 10 hoch minus 40 Sekunden und mit den Gravitationskräften 10 hoch minus 45 Sekunden. Sie sehen, man hat offensichtlich in der Physik heute keine Hemmungen zu beliebig kurzen, von uns nicht mehr erfahrbaren und auch nicht mehr messbaren Zeiten vorzudrängen. Nun, für unsere Umwelt spielen diese Zeiten keine unmittelbare Bedeutung. Was bedeutet für uns Menschen eine kurze Zeit? Nun, wir beurteilen unsere Umwelt mit Hilfe unserer Wahrnehmung. Und die Prozesse, die in unserem Gehirn ablaufen, die kürzesten Prozesse, haben Zeitkonstanten im Bereich der Millisekunden, vielleicht manchmal noch etwas kürzer. Damit werden wir per Definition alles, was kürzer ist als Millisekunden, notwendigerweise als schnell bezeichnen müssen, denn wir können es mit unserer Wahrnehmung nicht mehr auflösen. Und alles, was lang dagegen ist, mögen wir je nach Lust und Laune als lang bezeichnen, wenn es nicht sehr kurzweilig gerade ist. Nun, in der Chemie können wir wesentlich weitergehen. Wir können sagen, eine chemische Umwandlung bedarf einer Bewegung des Materieteilchens von einem in einen anderen Zustand. Und die längsten Schwingungen dieser Materieteilchen liegen im Bereich von 10 hoch 12 pro Sekunde. Also beginnen die Zeitkonstanten der Chemie im Bereich von einer Billionstel, das ist 10 hoch minus 12 Sekunden. Alles, was länger ist als das, sagt, dass das betreffende Materieteilchen eine gewisse Zeit in einem Zustand bringt, bevor es herausschwingt aus diesem Zustand. Und so möchte ich Ihnen einige Zeitkonstanten aus der Chemie, die, wie wir sehen wollen, den Zeitkonstanten biologischer Prozesse schließlich zugrunde legen, möchte ich Ihnen einen Begriff von der Zeitstruktur der chemischen Prozesse geben. Die schnellsten chemischen Umwandlungen, die wir kennen, sind die Übergänge von Protonen in Wasserstoffbrückensekunden. Sie sind schneller im Allgemeinen als die Übergänge von Elektronen und gehen herunter bis in den Zeitbereich der Billionstel Sekunde, also bis in den Bereich, wo das Proton nur noch zwischen zwei Energieminima hin und her schwingt oder hin und her tunnelt. Eine der bekanntesten chemischen Reaktionen, etwa die Neutralisation einer Säure mit einer Lauge, würde, wenn man die beiden Partner schnell genug vermischen könnte und wenn man die Konzentration ein Molar wählt, das wahrscheinlich nur der Chemiker versteht, das ist so eine gerade gut konzentrierte Lösung, diese Reaktion würde in 10 hoch minus 11 Sekunden ablaufen, etwa zu 90% abgelaufen sein, innerhalb von 10 hoch minus 11 Sekunden. Nun, man kann so schnell nicht messen und muss deshalb andere Tricks finden, um die Geschwindigkeit einer solchen Reaktion zu messen. Die schwachen chemischen Wechselwirkungen, die für die Biologie besonders wichtig sind, das sind dipolare Wechselwirkungen, die der Chemiker als Wasserstoffbrücken bezeichnet. Sie liegen zum Beispiel der Komplementarität der Basen in den Erbmolekülen, etwa den Nukleinsäuren, zugrunde. Diese Wasserstoffbrücken bilden sich sehr schnell und zerfallen sehr schnell, weil es sehr schwache Energien sind, die die Teilchen zusammenhalten. Und der Zeitbereich dieser Umwandlung liegt zwischen 10 hoch minus 8, das ist also einer 100 Millionstel Sekunde, und 10 hoch minus 11 Sekunden, also auch wieder einer 100 Milliardstel Sekunde. Die bekanntesten Wasserstoffbrücken
Das sind die, die die beiden Stränge der Erbmoleküle, der Desoxyribonukleinsäuren, zusammenhalten im Basenpaar. So ein, diese Bausteine werden pro Baustein mit 3 bzw. 2 Wasserstoffbrücken zusammengehalten und so sind die Lebensdauern dieser in Abwesenheit von anderen Strukturen von der Größenordnung einer Millionstel bis einer 10 Millionstel, also 10 hoch minus 6 bis 10 hoch minus 7 Sekunden. Und wenn Sie sich in einer langen Kette befinden, wenn also, der Chemiker sagt, eine kooperative Wechselwirkung ist, dann gehen diese Zeiten auf 1.000.000 bis 1.000.000 Sekunde rauf. Das bedeutet, dass die Erbinformation sehr schnell abgelesen wird. Das heißt also, die Erbinformation, die ja mit der Reproduktion eines Lebewesens zusammenhängt, ist nur deshalb ein relativ langsamer Vorgang, weil Millionen solcher Bausteine abgelesen und zusammengesetzt werden muss. Der einzelne Buchstabe wird in einer Zeit zwischen 1.000.000 und 1.000.000 Sekunde abgelesen und es wird entschieden, ob er richtig oder falsch ist. Also auf der Ebene ein sehr schnell ablaufender Leseprozess. Die Biokatalysatoren, die Enzyme, die sind darauf geeignet, alle Reaktionen in der belebten Welt zu katalysieren. Und man fragt, was ist der Geschwindigkeitsbestimmung, das heißt der langsamste Schritt, der die Umwandlung besorgt. Und nahezu alle Enzyme sind so optimiert, dass dieser langsamste Schritt innerhalb 1.000.000 bis 10.000.000, bei den schnellsten bis 1.000.000 Sekunde erfolgt. Also auch hier ist das, was sich auf der molekularen Ebene der Lebenserscheinung abspielt, sehr schnell. Kein Wunder, denn das, womit wir wahrnehmen, das sind chemische Reaktionen, die von Enzymen katalysiert werden. Dabei bilden sich Wasserstoffbrücken aus, dabei stellen sich Strukturänderungen ein in Nervennetzwerk. Und wenn der Gesamtprozess, etwa der Einheit einer solchen Erregung, nur 1.000.000 Sekunde dauert, dann müssen die diesem Prozess zugrunde liegenden chemischen Reaktionen schneller ablaufen als in 1.000.000 Sekunde. Und wir sehen, dass einfach dieser Zeitmaßstab per Definitionem so ist, eben weil wir mit unserer Wahrnehmung das als schnell bezeichnen. Das bedeutet natürlich, dass wenn dieser Prozess sich oft wiederholen muss, wenn ich also ein Erbmolekül ablese, um ein ganzes Lebewesen zu reproduzieren, etwa ein Kolibakterium, das in seiner Erbstruktur 4 Millionen solcher Buchstaben hat, dass das Ganze 20 Minuten dauert. 20 Minuten. Aber das bedeutet, dass in 1.000.000 Sekunde jedes Informationsbit abgelesen und in seine Nachricht, in seine Funktion umgesetzt wird. Also auch wieder auf der molekularen Ebene ein ungeheuer schneller Prozess. Ein Kolibakterium teilt sich in 20 Minuten. Das heißt, es liest nicht nur die Erbinformation innerhalb der Zeit ab, sondern setzt auch die Anweisungen, die in der Erbinformation enthalten ist, in die Tat um, sodass am Ende 2 Zellen statt einer da sind. Nun, diese Prozesse liegen auch den Erscheinungen, die in unserem Gehirn ablaufen, zugrunde. Und wir unterscheiden hier ein Kurzzeitgedächtnis, das im Bereich der Millisekunden funktioniert und es uns ermöglicht, innerhalb so kurzer Zeiten zu erkennen. Die einzigen chemischen Reaktionen, die hierfür in Frage kommen, sind etwa Konformationsänderungen, das heißt also Schließen und Öffnen von Wasserstoffbrücken, Ionenflüsse durch Membranen, deren Ausdehnung nicht sehr viel größer als 10 bis 100 Angström ist oder in der Größenordnung 100 Angström ist, Ladungsreaktionen, die in dieser Zeit ablaufen können und ganz möglicherweise wenige Enzymschritte, etwa der Abbau des Acetylcholins durch die Esterase bei der Erregung der Nervenzellen. Umgekehrt reden wir von einem Langzeitgedächtnis. Wir wissen, dass ein kurzer Reiz stabilisiert werden muss und das nimmt eine Zeit von der Größenordnung groß gegen 1 Sekunde, Minuten bis zu Stunden und Tagen in Anspruch.
und dass dieser Prozess vermutlich Biosynthese einschließt. Das heißt also, dass irgendetwas angesteuert wird, was zwar als Information im Zellkern der Nervenzelle vorhanden ist, was aber bedeutet, dass ein Nachrichtenmolekül der Nukleinsäure aufgebaut wird, es in ein Proteinmolekül übersetzt wird, dieses Proteinmolekül durch das Axon, durch den Nervenkanal an die Schaltstelle, an die Synapse läuft und dort irgendeine Änderung der synaptischen Struktur erzeugt, die schließlich dieses Netzwerk von Nervenzellen umprogrammiert. Nun, wir kommen natürlich hier auch auf die Frage, was ist Gedächtnis? Aber die möchte ich noch zurückstellen, um später wieder darauf zurückzukommen. Immerhin, Gedächtnis und Denkfähigkeit, das heißt also Umprogrammierung des Gedächtnisses, vermag bereits Gegenwart von Vergangenheit und Zukunft zu unterscheiden. Mit dem Gedächtnis kann ich die Vergangenheit, mit Hilfe des Gedächtnisses, kann ich die Vergangenheit mit der Gegenwart, mit dem, was ich im Augenblick wahrnehme, vergleichen. Und mit der Hilfe der Denkfähigkeit kann ich in die Zukunft hinein extrapolieren. Nun, Sie werden fragen, das ist doch trivial, das wissen wir doch alles, das erleben wir doch. Wir haben doch ein natürliches Gefühl für Vergangenheit und Zukunft und natürlich wird das in unserem Gehirn irgendwo verankert sein. Was ist denn da überhaupt das Problem? Nun, das Problem liegt in der Physik. Denn für die Physik ist ein solches Verhalten zunächst einmal überraschend. Die Gesetze der Dynamik sind reversible Gesetze. Das heißt also, wenn ich die Zeit mit der negativen Zeit, wenn ich t mit minus t vertausche, so bleiben die Gesetze dieselben. Oder der Physiker sagt, die Gesetze der Dynamik sind invariant gegen Zeitumkehr. Nun, in dem vorigen Jahrhundert hat man eine Beschreibungsform für diese Gesetze der Dynamik gefunden, die ich vielleicht kurz erläutern will. Und zu diesem Zweck muss ich den Begriff der Trajektorie erläutern. Stellen Sie sich ein Materiesystem vor. Es ist vielleicht auch für Nicht-Naturwissenschaftler heute keine Zumutung, von Ihnen die Vorstellung zu verlangen, dass diese Materie in kleinste Bausteine, sagen wir zunächst mal Atome oder Moleküle oder auch vielleicht noch Unterbausteine der Atome, unterteilt ist. Wenn ich also eine Dynamik, die Zeitgesetze dieser Materie aufstellen will, dann muss ich für jedes dieser kleinsten Teilchen, sagen wir mal jedes der Atome, die Geschwindigkeiten kennen oder der Physiker sagt die Impulse, das ist die Masse mal der Geschwindigkeit. Und da es drei Raumrichtungen gibt, drei Koordinaten der Geschwindigkeit und ich muss die Lagekoordinaten, also die Raumkoordinaten, und da es ein dreidimensionaler Raum ist, auch drei Raumkoordinaten kennen. Mit anderen Worten, um mein Materiesystem zu beschreiben, das aus n solcher Teilchen besteht, brauche ich 6n Koordinaten. Dann nämlich kann ich jedem Teilchen drei Impuls und drei Lagekoordinaten zuordnen. Das heißt also, ich baue mir einen Raum aus, der aus nicht aus drei Koordinaten, wie unser normaler euklidischer Raum, sondern der aus 6n-Koordinaten aufgebaut ist. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen, aber ich kann es abstrakt rechnen. Der Mathematiker kann damit rechnen. Nun, in diesem 6n-dimensionalen Raum wird jeder Zustand des Materiesystems durch einen Punkt beschrieben. Jeder Punkt in diesem Raum legt fest, was jedes der n-Teilchen für drei Raumkoordinaten und drei Geschwindigkeitskoordinaten hat. Und wenn sich dieses Materiesystem mit der Zeit ändert, dann gibt es eine kontinuierliche Folge von Punkten in diesem Phasenraum. Und diese kontinuierliche Folge von Punkten, diese Bahnkurve, die nennt der Physiker eine Trajektorie. Nun, im letzten Jahrhundert hat der französische Mathematiker Poincaré einen sehr wichtigen Satz aufgestellt, der etwa darauf hinausläuft, dass man in einem solchen System nur lange genug warten muss. Dann muss die Trajektorie in einem solchen Raum
sich einem bereits vorher durchlaufenden Punkt wieder beliebig dicht, beliebig heißt jetzt, wie lange ich bereit bin zu warten, nähern. Boltzmann, Ludwig Boltzmann, hat dann auch gleich ausgerechnet, wie groß denn diese Poincaré'schen Wiederkehrzeiten, der Physiker sie nennt, ausfallen. Und er hat es zunächst mal für einen Kubikzentimeter Luft getan, indem er die Position jedes der in einem Kubikzentimeter Luft enthaltenen Moleküle auf plus minus 10 Angström festlegt und die Geschwindigkeiten auf etwa einen Bruchteil eines Prozents genau ankommt. Er fragt also, wie lange dauert es, bis ein bestimmter Zustand, in dem ich jedes Atom lokalisiere und seine Geschwindigkeit auf 1% oder ein bisschen weniger Genauigkeit angebe, wie lange dauert es, bis derselbe Zustand noch einmal auftritt? Und die Antwort war verblüffend. Es dauert 10 hoch 19 Jahre. Also nicht 10 hoch 19, das wäre eine 1 mit 19 Nullen, sondern 10 hoch 10 hoch 19 Jahre, das ist eine 1 mit 10 hoch 19 Nullen. Kurzum etwas, was auch verglichen zur Lebensdauer des Protons, den wir ja bei 10 hoch 31 Jahre hatten. Eine irrsinnig lange Zeit ist, was bedeutet, dass es in der Natur keine Begründung für Gleichheit gibt. In unserer Welt gibt es keine Zustände, die je sich reproduzieren. Die Gleichheit ist eine normative, ist etwas Normatives, was der Mensch sich leisten kann, oder sagen wir besser eine Gleichberechtigung, aber sie hat in der Natur, auch in der unbelebten Natur, keinerlei Basis. Nun, wie Sie im ersten Vortrag in dieser Serie, zumindest die, die dort gewesen sind, dann gehört haben, ist hier die Physik in ein Dilemma geraten. Denn auch im letzten Jahrhundert hatte Clausius den zweiten Hauptsatz der Wärmelehre, zweiten Hauptsatz der Thermodynamik postuliert, die besagt, dass die Entropie eines Systems nur zunehmen, mit der Zeit zunehmen, nicht aber abnehmen kann. Nun, dieser zweite Hauptsatz ist eigentlich das einzige physikalische Gesetz, das uns eine zeitliche Vorzugsrichtung definiert. Boltzmann hat versucht, dieses Gesetz mathematisch zu begründen. Sie haben sicher im ersten Vortrag vom H-Theorem von Boltzmann gehört, kam aber in Schwierigkeiten nach dem Zermelo und auch Loschmidt, ihn eben auf diese Eigenschaften der Trajektorien aufmerksam machte und sagen, wenn die Trajektorien einem vorher durchlaufenden Punkt wieder beliebig nahe kommen können, dann kann die Entropie nicht laufend zunehmen, dann muss sie auch irgendwann mal wieder abnehmen. Nun, ich glaube, dass dieses Dilemma in der heutigen Physik gelöst ist und möchte versuchen, das ein bisschen zu erklären. Herr Mohler hat mir gesagt, ich dürfe keine Lichtbilder mitbringen und auch keine Folien, weil so viele von Ihnen außen sitzen müssen und weil der Rundfunk diesen Vortrag mitschneiden will. Aber ich dachte, ich will doch einige Lichtbilder zeigen und dabei an Ihr Vorstellungsvermögen appellieren. Und zwar möchte ich, dass Sie sich jetzt ein Spiel vorstellen, was wir im Augenblick spielen wollen und was ich bei früherer Gelegenheit hier in der Siemens-Stiftung schon einmal näher erläutert habe, ein Spiel, was Ruthild Winkler entwickelt hat. Und zunächst mal ein Spiel, was schon historisch ist, weil es zuerst in dieser Form vom Ehepaar Paul und Tatjana Ehrenfest angegeben ist, das Ehrenfestspiel. Und stellen Sie sich dazu ein Schachbrett vor. Schachbrett, das kann sich jeder vorstellen. Das ist ein Brett mit 64 Feldern, 8 mal 8 Feldern. Und was wichtig ist, die Koordinaten dieses Bretts haben eine Bezeichnung. Von A bis H und 1 bis 8. Nun stellen Sie sich zu diesem Brett ein paar Würfel vor. Da wir 8 mal 8 Felder haben, brauchen wir Oktaederwürfel mit. Also Würfel mit 8 Flächen. Wobei jede Fläche dieses Würfel eine Zahl dieser Koordinaten darstellt. Dann kann ich durch
Würfeln dieses Würfelpaars ein bestimmtes Feld festlegen. Zwei Würfel, lege die Koordinate fest. So. Und nun verteilen wir auf dieses Schachbrett Kugeln. Im Sinne Hermann Hesses Glaskugeln, Glasperlen. Von zwei verschiedenen Farben. Sagen wir, damit es einfach wird, schwarz und weiß. Und vereinbaren folgende Regel. Das Spielbrett ist lückenlos mit schwarzen und weißen, beliebiger Zusammensetzung, Kugeln, bedeckt. Und ich würfle. Und jeweils das Feld, das ich erwürfle, von dem nehme ich die Kugel, die auf diesem Feld ist, herunter und ersetze sie durch die andere Farbe. Wenn ich also ein Feld erwürfle, auf dem eine schwarze Kugel ist, dann nehme ich die runter und ersetze sie durch die weiße und umgekehrt. Nun, die Ehrenfests haben dieses Spiel entwickelt, um den Begriff des Gleichgewichts klar zu machen. Das Ergebnis dieses Spiels ist schnell mitgeteilt. Das Spiel selber ist nicht sehr kurzweilig. Kohlrausch und Schrödinger haben es sogar mal gespielt und darüber eine Arbeit publiziert. Das Ergebnis ist, dass bei gleicher Wahrscheinlichkeit für Schwarz und Weiß im Mittel auf dem Spielbrett 32 schwarze und 32 weiße Kugeln sind und dass es Schwankungen um diese Zahl gibt, die sich im Mittel innerhalb der Wurzel aus 32 halten. Also so mal 5 mehr, mal 5 bis 6 weniger oder weniger. Es fluktuiert um diesen Wert. Nun, das Ergebnis war wichtig. Diese Schwankungen gehen mit der Wurzel aus der Gesamtzahl. Die Physiker spielen natürlich mit Molekülen und Atomen. Da sind es nicht 64 Kugeln, sondern Loschmidt-Zahl ist 10 hoch 24 Kugeln und da ist die Wurzel 10 hoch 12. Das heißt also, die Gesetze der Physik sind sehr, sehr präzise. Man müsste mit einer Genauigkeit von 1 zu 10 hoch 12 messen, um diese Schwankungen dort noch feststellen zu können. Aber darauf wollte ich nicht so sehr hinaus. Ich wollte den Begriff des Gleichgewichts klar machen. Gleichgewicht ist nicht etwa jetzt irgendeiner der Zustände, bei dem gerade 32 schwarze und 32 weiße Kugeln sind. Der Individualzustand hat gar nichts mit Gleichgewicht zu tun. Zum Gleichgewicht gehören alle Felder. Und zwar auch die, bei denen das Spielbrett nur mit schwarzen oder nur mit weißen besetzt ist. Denn dieses ist genauso wahrscheinlich wie irgendein bestimmter Zustand, auf dem gleich viele schwarze und weiße Kugeln sind. Das Wesentliche ist nur, dass es für den Zustand, bei dem gleich viele schwarze und weiße Kugeln auf dem Spielbrett sind, sehr viel mehr Realisierungsmöglichkeiten gibt. Es gibt nur eine Realisierungsmöglichkeit, alle Felder mit schwarz oder alle Felder mit weiß bedeckt zu haben. Aber es gibt sehr viele Realisierungsmöglichkeiten für gleich viel Schwarze und gleich viel Weiße. Nun, insgesamt gibt es natürlich, jedes Feld hat zwei Möglichkeiten, schwarz oder weiß zu sein. Wir haben 64 Felder, also gibt es 2 hoch 64 Felder. Nicht Felder, 2 hoch 64 Konfigurationen, 2 hoch 64 Mikrozustände. Und das sind 10 hoch 19 etwa. Wenn ich also jede Sekunde einen Zug machen würde, dann wäre die Poincaré'sche Wiederkehrzeit auch schon bei diesem simplen Spiel von der Größenordnung 10 hoch 19 Sekunden. Das ist sehr viel mehr als das Alter unserer Welt, das wir vorhin mit 10 hoch 18, 10 hoch 17 Sekunden festgestellt haben. Das heißt also, selbst bei diesem ganz einfachen Spiel würden wir niemals zweimal auf denselben Zustand stoßen, vorausgesetzt, dass die Korrelationen inzwischen abgeklungen sind, nicht, dass sie sich reproduzieren nach einem Zug. Gleichgewicht heißt jetzt einfach, dass sich im Mittel der Zustand einstellt, der die meisten Realisierungsmöglichkeiten hat. Obwohl jeder Zustand, auch der Zustand, wo nur schwarze oder nur weiße Kugeln sind, dieselbe Wahrscheinlichkeit hat wie irgendeiner der Zustände, bei dem halb schwarz und halb weiß da ist. Nun, in einem wirklichen System kennt man die Trajektorien gar nicht. Warum? Weil man ja gar nicht abzählen kann und sehen kann, welche Impuls, welche Lagekoordinaten jedes der Atome hat. Man kann nur diese Wahrscheinlichkeitsaussagen machen. Nun möchte ich auf diese Frage mit dem Zunehmen der Entropie zu kommen.
Was sicher in diesem System immer passiert, wir haben gesehen, die Wiederkehrzeit ist 10 hoch 19 Sekunden, es wird also nie zweimal derselbe Zustand auftreten. Jede Konfiguration, die sich auf diesem Spielbrett einstellt, wird nach kurzer Zeit zerfallen sein. Jede Korrelation von Teilchen, auch wenn man nicht so genau hinschaut, jede Korrelation wird im Laufe der Zeit zerfließen. Und ich will gerade hier den Unterschied zur Dynamik klar machen. Die Dynamik setzt voraus, dass ich alle diese Individualzustände kenne. Nur dann kann ich die Trajektorie aufstellen. Aber nun betrachten wir einfach mal einen solchen Vorgang und diese Betrachtung geht auf Prigogine zurück. Ich nehme irgendeinen der Zustände aus dem System heraus. Wenn ich die Trajektorie bestimmen will, dann muss ich nachgucken, auf welchem Feld sitzt welche Kugel. Ich muss also wirklich für jedes Feld bestimmen, ob eine schwarze oder weiße Kugel. Dann habe ich diesen Mikrozustand. Und nun sagte ich, was passiert ist, dass jede gegebene Konfiguration, die einmal da ist, zerfallen wird. Und der zweite Hauptsatz sagt aus, das muss mit einer Entropiezunahme verbunden sein. Und nun kommt die Frage, aber wie ist es mit der Zeitumkehr? Angenommen, die Entropie hat jetzt zugenommen und ich kehre die Zeit um, dann müsste sie doch wieder abnehmen, denn ich komme ja auf den ursprünglichen Ausgangszustand zurück. Nein, nein, das geht nicht. In dem Augenblick, wo diese Konfiguration zerfallen ist, habe ich keine Information mehr über das System. Wenn ich jetzt die Zeit umkehren wollte, dann müsste ich einmal die Information meines neuen Zustands haben und die Information des Zustands, auf den es geht. Ich muss also einen Sprung in der Information machen. Und das ist ein Sprung in der Entropie. Und der sieht gerade so aus, dass, wenn jetzt der Prozess abläuft, wieder durch einen Anstieg der Entropie es auf den ursprünglichen Zustand zurückkommt. Mit anderen Worten, es lässt sich eine Formulierung finden, in der das Paradoxon nicht mehr auftritt. Und das liegt daran, dass Trajektorie und Wahrscheinlichkeitsbetrachtung zwei Aspekte sind, die nicht aufeinander abbildbar sind, die nicht kongruent sind. Boltzmann mag eine solche Formulierung vorgeschwebt haben, als er sein H-Theorem aufstellte. Zermelos Einwand hätte sich auf die Trajektorien beziehen müssen. Boltzmann sprach gar nicht von Trajektorien, sondern von Wahrscheinlichkeitsverteilung, also von einer Funktion f. Aber es ist bekannt, dass Boltzmann gescheitert ist. Er hat mit seiner Beschreibung man hat es heute sogar in Computerspielen nachgespielt, die H-Funktion erfüllt nicht dieses Kriterium, dass sie immer abnimmt, das heißt also, dass die Entropie immer zunimmt, man findet sowohl Zu- als auch Abnahme. Nun, Boltzmann benutzte deshalb ein intuitives Argument. Er sagte, ist der Ausgangszustand ein Nicht-Gleichgewichtszustand, so bedeutet Zerfließen der Korrelation immer eine Änderung der Verteilungsfunktion zum Gleichgewicht hin. Ich will vielleicht diese Stelle ganz kurz vorlesen, obwohl ich merke, dass ein Vortrag über die Zeit nicht gegen Zeitverlust gewappnet ist. Man hat die Wahl zwischen zweierlei Vorstellungen. Man kann annehmen, dass sich das gesamte Universum gegenwärtig in einem sehr unwahrscheinlichen Zustand befindet. Haben wir gesehen, ein junges Universum. Man kann sich aber auch die Äonen, innerhalb deren wieder unwahrscheinliche Zustände eintreten, winzig gegen die Dauer, die Siriusfernen, winzig gegen die Dimensionen des Universums denken. Es müssen dann im Universum, das sonst überall im Wärmegleichgewicht, also tot ist, hier und da solche verhältnismäßig kleine Bezirke von der Ausdehnung unseres Sternenraumes vorkommen. Kurzum, er führte bereits dieses Verhalten auf einen Nicht-Gleichgewichtszustand und sagt, dieses Zunehmen kann ich als Gesetz nur im Nicht-Gleichgewicht beobachten. Nur Streben nach Gleichgewicht lässt sich auch zur Einstellung eines stationären Zustandes, nicht nur des Gleichgewichtes, ausnutzen. Und in diesem wäre immer die Entropieproduktion, weil das System noch nicht im Gleichgewicht ist, endlich und positiv. Also, es lässt sich durch Nicht-Gleichgewichtszustände in einer Welt, die nicht im Gleichgewicht ist, sehr wohl eine Vorzugsrichtung der Zeit festlegen.
Ich möchte dies aber eine schwache Zeitlichkeit nennen. Nun, beim Ehrenfestspiel haben wir es mit einem letztlich stabilen System zu tun. Die Regeln bedeuten, dass Schwankungen, die in einem System, was sich eingestellt hat, auftreten, sich selber im Laufe der Zeit reduzieren. Lassen Sie uns jetzt ein zweites Spiel betrachten, in dem Instabilitäten auftreten, in dem also die Stabilitätsbedingung des Ehrenfestspiels verletzt wird. Und das Einfachste dieser Spiele erhalten wir einfach, indem wir die Regel des Ehrenfestspiels umkehren. Im Ehrenfestspiel haben wir als Regel definiert, wir erwürfeln mit unserem Würfelpaar ein Feld und nehmen die Kugel heraus und ersetzen sie durch die andere Farbe. Und jetzt sagen wir nicht, wir nehmen nicht die Kugel heraus, sondern das Feld, das wir treffen, dessen Kugel verdoppeln wir auf Kosten der anderen. Daraus machen wir aus einem Abklingen einen Wachstumsprozess. Und was passiert mit diesem Spiel? Innerhalb einer Zeit, die vergleichbar ist mit der Einstellzeit des Gleichgewichts im Ehrenfestspiel, wird sich hier eine Katastrophe einstellen. Es wird also nur noch schwarze oder nur noch weiße Kugeln auf dem Spielfeld sein. Die Schwankungen verstärken sich gegenseitig, bis eben ein Extremzustand eingestellt ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist genau 1/2, ob dies der Zustand mit schwarzen oder der Zustand mit weißen. Nun, wir kommen hier zu etwas, was ich eine starke Zeitlichkeit nennen möchte. Aber das können wir uns vielleicht besser vorstellen, wenn wir uns jetzt eine ganze Serie derartiger Instabilitäten vorstellen. Wir werden sehen, genau ein solches Verhalten liegt den Evolutionsgesetzen in der Biologie zugrunde. Die Spielregel, eine Kugel zu verdoppeln, besagt ja nichts weiter, als dass es sich um einen autokatalytischen Prozess handelt. Ich mache aus einer Kugel zwei, ich reproduziere die Kugel. Das ist Autokatalyse oder Selbstreproduktion. Das ist das, was jede Bakterienzelle tut, wenn sie sich teilt. Sie macht aus einer wird zwei, aus zwei vier und so weiter. Das führt zu einem exponentiellen Wachstumsgesetz. In der Natur wissen wir, wird diese Eigenschaft nur von den Nukleinsäuren erfüllt. Aufgrund der Fähigkeit, dass sie die Bausteine über Wasserstoffbrücken anlagern können, können sie einen Strang gegebener Zusammensetzung, also einen Satz, bestimmte Symbolfolge, auf sich selbst abbilden. Sie machen dazu zunächst das Negativ, lagern die Komplementären an und an diese wieder zurück, Umkehrung wie in der Fotografie, reproduzieren also die Sequenz. Dasselbe passiert mit jeder Zelle oder mit jedem höheren Organismus, obwohl dort der Mechanismus ein bisschen komplizierter ist. Nun, wir stellen fest, dass wir es hier mit einem Prozess zu tun haben, der bereits auf makroskopischer Ebene auftritt. Denn wir können eine ganze Zellkolonie exakt reproduzieren und nachher makroskopisch eine Petrischale mit einer Bakterienkultur einheitlicher Zusammensetzung aufweisen. Da sollten wir uns zunächst klar machen, dass es die autokatalytische Reproduktion im Phasenraum, also in dem Raum mit den 6n-Koordinaten, nicht geben kann. Die gibt es nicht. Das ist wichtig, dass wir das feststellen. Eine Reihe von Physikern haben nämlich gefolgert aus der Komplexität dieses Phasenraums, dass es so etwas wie Reproduktion von Nukleinsäuren, Reproduktion von Zellen und damit Leben aufgrund der physikalischen Gesetze eigentlich gar nicht geben dürfte. Zum Beispiel hat Eugen Wigner die Unvereinbarkeit selbstreproduktiver Systeme mit den Gesetzen der Physik, soweit sie auf der sogenannten Mastergleichung und der S-Matrix basieren, zu beweisen versucht. Und er hat recht. Es gibt keine Selbstreproduktion. Wir haben ja schon gesehen, die Wiederkehrzeit, selbst in einem Kubikzentimeter Gas, ist von einer Größenordnung, die für die Biologie völlig uninteressant ist. Das heißt also, die Mikrozustände in einem solchen System reproduzieren sich nicht. Wenn ich aber von einer Sequenz spreche, dann interessieren mich nicht die
Impuls- und Lagekoordinaten der einzelnen Bausteine dieses Moleküls. Ich möchte nur, dass alle Moleküle die gleiche Sequenz haben, sodass ich sie makroskopisch messen kann, und möchte diese eine gegebene Sequenz, Sie können auch einen Satz als Beispiel nehmen, eine Sequenz von Buchstaben, von anderen, von falschen Sätzen unterscheiden können. Das ist, ich möchte also Information in dieser Weise erhalten. Das heißt, Erhaltung bedeutet hier die Erhaltung einer gewissen Qualität, und wir definieren sie als Information, wobei das Maß dieser Information durch die Zahl und Wahrscheinlichkeit der unterschiedlichen Alternativzustände angebbar ist. Die alternativen Zustände sind also Sätze mit anderer Buchstabenfolge, Nukleinsäuremoleküle mit anderer Abfolge der Bausteine. Das bedeutet andere Informationen. Dieses Maß ist von Shannon schon in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts aufgestellt worden. Man nennt es das absolute Informationsmaß. Und Erhaltung der Information wird nur durch die autokatalytische Selbstreproduktion möglich. Und das gilt auch für die komplexesten lebenden Systeme, die wir heute kennen. Eine Folge dieser Eigenschaft ist nicht nur die Informationserhaltung, und das ist jetzt das Wichtige, sondern eine Serie von Instabilitäten, die in einem solchen System auftaucht und die, wie wir sehen wollen, zu einer starken Zeitlichkeit solcher Systeme führen wird. Wir kommen hier zum Darwinschen System. Nun, Darwin stand vor der Frage, die Komplexität der Welt der Lebewesen zu erklären. Und er schloss sich einer Meinung an, die zu Darwins Zeit bereits weit verbreitet war, nämlich, dass die Lebewesen evolutiv, die komplexen, evolutiv aus den einfacheren hervorgegangen sind. Das heißt also, die Formulierung dieses Evolutionsgesetzes war nicht die eigentliche Leistung Darwins. Und er schreibt auch, dass nicht nur Lamarck, den er offensichtlich nicht leiden konnte, sondern schon lange vorher Goethe und Geoffroy Saint-Hilaire in Frankreich diese Ansicht vertreten habe. Aber was Darwins Leistung ist, Darwin hat einen Mechanismus angegeben, wir können heute sagen einen physikalischen Mechanismus, mit dessen Hilfe sich Evolution bewerkstelligen lässt. Der Mechanismus, den Darwin angegeben hat, ist natürliche Auslese, natürliche Selektion. Und der Ton liegt auf dem Wort natürlich. Das ist eine Selbstorganisationseigenschaft, die von dem System selber geleistet wird und nicht von einem Selektor ihm von außen aufgefropft wird. Nun, wir haben diese Voraussetzungen solcher darwinscher Systeme und die Folgerungen näher untersucht. Und was sich herausstellt ist und was man mathematisch streng begründen kann, ist, dass in einem solchen System nicht wie im Ehrenfestschen Gleichungssystem sich eine Verteilung, breite Verteilung von Zuständen eintrifft, sondern dass alle Sequenzen gegenüber einer, nämlich derjenigen, die sich am besten reproduziert, unstabil werden. Das heißt also, in einer Verteilung stellt sich eine Sequenz ein, stellt sich eine Molekülverteilung ein, die von einer Sequenz dominiert wird, die durch Mutation zwar ein Spektrum von Fehlersequenzen, wie man sagen würde, denn es sind, wenn sie stabil ist in Gegenwart ihrer Fehler, dann sind es eben schlechtere Sequenzen, also Fehler. Aber es stellt sich nicht eine breite Verteilung ein, etwa wie wir sie im Ehrenfestspiel gesehen haben. Der Grund ist, dass es ein ähnliches Extremalprinzip gibt wie das der Gleichgewichtseinstellung. Das Extremalprinzip der Gleichgewichtseinstellung lautet, in einem noch nicht im Gleichgewicht befindlichen System nimmt die Entropie ständig zu, bis das System im Gleichgewicht ist und erreicht dort ein Maximum. Wir können ebenso mathematisch exakt für diese Selektionssysteme formulieren, in einem solchen System nimmt der mittlere, wir nennen ihn den Wertparameter, setzt sich zusammen aus der Reproduktionsgeschwindigkeit, der Lebensdauer, der Reproduktionsnauigkeit, nimmt der mittlere Wertparameter so lange zu, bis er gleich dem maximalen Wertparameter im System ist und
In der Population tritt nur noch die Spezies mit dem maximalen Wertparameter plus ihre Mutantenverteilung auf. Also ein scharf mathematisch formulierbares Extremalprinzip. Es basiert auf dem zweiten Hauptsatz. Denn ein solches Verhalten lässt sich nur in Systemen erzeugen, die weit ab vom Gleichgewicht sind. Das heißt also auf die Nukleinsäuren angewandt, sie müssen sich aus energiereichen Bausteinen aufbauen, zerfallen in energiearme Bausteine. Es muss also ständig in dieses System Energie hineingepumpt werden. Diese Energie sorgt dafür, dass der zweite Hauptsatz erfüllt wird, dass die Entropie massiv zunimmt in diesem System. Aber in diesem kleinen Untersystem, makroskopischen Untersystem der Sequenz, stellt sich eine neue Ordnung ein. Denn, dass sich eine bestimmte Sequenz einstellt und noch dazu eine, die durch optimale Eigenschaften wie optimale Lebensdauer, Reproduktivität ausgezeichnet ist, das ist Ordnung. Das ist nicht Chaos, was sich einstellt. Und dieses Chaos hat einen Unterschied zu dem Zeitgesetz, nach dem der zweite Hauptsatz funktioniert. Es besagt nämlich, dass wenn immer in dem Mutantenspektrum dieser Verteilung eine neue Mutante auftritt, deren Selektivwert höher ist als die etablierte, so bewirkt sie eine Instabilität der etablierten. Die bricht zusammen und die neue baut sich aus. Es gibt jetzt eine lange Kette bis hin zum Optimalen, bis hin zur optimalen Struktur. Und das nenne ich eine starke Zeitlichkeit. Hier ist nicht nur eine Größe positiv, etwa die Entropie erzeugen, hat ein bestimmtes Vorzeichen, sondern das makroskopische System ändert sich laufend. Ich kann eine Folge von Zuständen aufweisen, die uns die Evolution charakterisiert, in der sich dieses System ändert. Wir bekommen hier einen Zeitpfeil heraus. Nun, ich will nicht näher auf die Einzelheiten eingehen. Sie hat wichtige Konsequenzen. Ein solches Verhalten kann sich nur bei begrenzter Information einstellen. Wir können diese Informationsbegrenzung mathematisch klar formulieren. Es bedarf einer bestimmten Reproduktionsschärfe, damit diese begrenzte Information reproduziert werden kann. Das bedingt, dass das System viele Mechanismen erfinden musste, um schließlich seinen Informationsgehalt zu erweitern. Das bedingt, dass die ganz frühen Systeme mit hoher Mutationsrate, also unscharfer Reproduktion, sehr schnell evolvierten. Deshalb erschien Leben, sobald die Bedingungen günstig waren. Es bedeutet aber, je länger die Informationssequenzen wurden, umso genauer musste die Reproduktion erfolgen, umso weniger Fehler wurden gemacht, umso langsamer wurde die Reproduktion, bis sie schließlich ganz zum Stillstand kam und durch Genaustausch, das heißt auch durch die sexuellen Fortpflanzungsmechanismen, abgelöst werden musste, die dann erst die Explosion der Evolution in die Vielzeller, in die höheren Lebewesen erbrachte. Nun, wenn wir uns unsere Umwelt ansehen, dann stellen wir fest, dass diese Evolutionsgesetze keineswegs auf die Phylogenie, das heißt also auf die Entstehung der Arten, von ihren frühesten molekularen Vorläufern her beschränkt ist. Physiker diskutieren heute, ob beispielsweise bei der Paarbildung oder beim Zerfall, also wenn sich aus einem Gamma-Quant ein Positron-Elektron-Paar bildet, an einem materiellen Zentrum, durch ähnliche autokatalytische Reaktionen, ähnliche Instabilitäten ergeben, die für eine Selektivität auf der Ebene der Elementarteilchen verantwortlich ist, die uns sagt, warum bestimmte Ladungen und nicht kontinuierliche Ladungsspektren, die Quantenmechanik würde das nicht verbieten, sie würde nur sagen, Quantelung, aber wie groß die einzelne Ladung ist. Das heißt also, ist vielleicht die Frage, nicht die alte Leibniz'sche Frage, warum etwas ist und nicht nichts, aber vielleicht doch die analoge Frage, warum etwas ist und nicht alles. Warum scharfe, definierte Zustände sich einstellen. Das gilt für die Elementarteilchen. Das mag für das Universum gelten, wo Instabilitäten dieser Art auftreten. Das gilt mit Sicherheit und Arbeiten in Tübingen von Herrn Gierer zeigen, dass basierend auf solchen autokatalytischen Mechanismen die Gestaltbildung der Lebewesen, die Ontogenie, gesteuert wird in ähnlicher Weise. Und das gilt für die Prozesse, die in unserem Zentralnervensystem ablaufen, von denen wir wissen, dass sie gesteuert wird durch Aktivierung, das heißt eine Nervenzelle, die ihre Impulse aussendet, aktiviert andere und inhibiert andere. Und das Wechselspiel dieser Aktivierung, Inhibierung ist ein ganz ähnlicher autokatalytischer Mechanismus. Und es gibt eine Reihe von
Netzwerktheorien von Cowan, von der Marsburg und anderen, die zeigen, dass die Lernfähigkeit eines solchen Netzwerkes eine ganz ähnliche ist wie die Lernfähigkeit eines evolvierenden Systems. Das heißt, unsere Erfahrung, die wir sammeln, ist eine Kette von Instabilitäten, die durchlaufen wird und die eine inhärente Zeitlichkeit, und zwar eine starke Zeitlichkeit, diesen System aufdrückt. Zeitbewusstsein. Und Ähnliches sollte auch für die Entwicklungen, die in unserer Gesellschaft ablaufen, Gültigkeit haben. Nun, ich muss zum Ende kommen. Wie können wir aus den gewonnenen Einsichten den Zeitbegriff reflektieren? Wir haben Zeit in zweierlei Weise erfahren. Einmal als einen durch keinerlei Vorzugsrichtung ausgezeichneten Parameter des Phasenraums, das Minkowskische Raumzeitkontinuum, also ein geometrischer Parameter, in dem die reversiblen Veränderungen des Systems als Trajektorien darstellbar sind. Zum anderen aber haben wir Zeit erfahren als eine Richtgröße, und zwar eine Größe, die den Begriff der Irreversibilität zunächst einmal, dann aber Irreversibilität ist notwendige Voraussetzung, aber nicht hinreichende Voraussetzung für Evolution, für Instabilitäten, dann aber durch die Selbstorganisation dieser selbstreproduzierenden Systeme auftritt. Diese Zeitgröße ergibt inhärent eine Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Zukunft, stellt also einen Zeitpfeil dar. Wir haben gesehen, dass es gerade die Existenz der Instabilitäten, man kann sagen, die Verzweigungen im Raum der Trajektorien, Mathematiker nennen es Bifurkationen, Verzweigung heißt, die daraus folgenden neuartigen Strukturen, die Prigozhin dissipative Strukturen genannt hat, die sind es, die eine Zurückführung des einen Zeitbegriffs auf den anderen nicht zulassen. Nun, Poincaré hat das klar, dieses Dilemma, klar bereits erkannt. Es ist auf einen Widerspruch zwischen deterministischer und statistischer Beschreibung hinauslief. Der Reversibilität der Bewegungsgleichung steht die mikroskopische Unbestimmtheit und viele daraus resultierende makroskopische Instabilitäten, Irreversibilität im Wege. So ergibt sich aus dem Streben einer statistischen Verteilung ihren wahrscheinlichsten, das heißt durch eine maximale Zahl von Mikrozuständen charakterisierten Extremalprinzip, Gleichgewichtszustand einzunehmen. Sie kann dabei in den Untersystemen, insbesondere wenn Instabilität auftritt, mit selbstverstärkenden Reaktionen, also selbstreproduzierenden Molekülen, Zellen, Nervennetzwerken, äußerst komplexe und historisch determinierte dissipative Ordnungszustände irreversibel durchlaufen. Wir selbst stellen derartige Systeme dar und können vermöge dieser Eigenschaft als Beobachter inhärent Vergangenheit von Zukunft unterscheiden. Wir kommen zu einem Kreislauf, der beim Beobachter beginnt, der Beobachter, der diese Fähigkeit hat, Vergangenheit und Zukunft zu unterscheiden, der Beobachter, der rangeht, den Prozess, den er beobachtet, darzustellen, einmal als Dynamik, zum anderen als bloße Veränderung und dann Wahrscheinlichkeitsbegriffen. Was er beobachtet, ist ja nicht die Trajektorie, sondern nur bestimmte makroskopische Eigenschaften. Der dadurch zur Irreversibilität kommt, wobei bestimmte irreversible Strukturen dissipative Strukturen ergeben, also Folgen von Bifurkationen, von Instabilitäten. Diese haben eine gebrochene Zeitsymmetrie inhärent als Folge und der Beobachter erweist sich am Ende selber als ein solches System und hier der Kreisschluss. Das Dilemma, das sich aus den Ansätzen der Dynamik und der Berücksichtigung der Verteilungsfunktion ergibt, scheint sich in unseren Tagen auch formal aufzulösen. Und zwar vor allem dank der Untersuchung aus der Brüsseler Schule von Ilya Prigozhin.
Prigozhin hat dieses in seinem Buch Vom Sein zum Werden sehr anschaulich dargestellt. Prigozhin ersetzt Entropie und Zeit durch Operatoren und erhält dann eine Aufspaltung der kinetischen Gleichung in einen konventionellen dynamischen Term mit reversiblem Charakter und einen Dissipationsterm mit zeitlicher Vorzugsrichtung. Die erste Zeit entspricht unserem üblichen geometrischen Zeitparameter, wie er in der Dynamik auftritt. Und sie ergibt sich bei Prigozhin als der Mittelwert über die Operatorzeit, also ein Mittelwert der Individualzeiten, die die zeitliche Struktur des Systems bestimmen. Wäre nun die Form der Verteilung invariant, die Form der Verteilung dieser Individualzustände, so hätte man das klassische Verhalten der Trajektorie. Der neue Zeitbegriff schließt aber Veränderungen in dieser Verteilung ein, die sich dem anderen Prozess überlagern. Somit wird das Alter auch von der Verteilungsfunktion selber abhängig. Ich bin damit aber sehr weit auf prinzipielle Fragen der Physik eingegangen, die eigentlich ja nicht zu meinem Vortrag gehören, sondern von Herrn Blaser oder Herrn Wieler behandelt werden sollten. Ich will zum Schluss deshalb nur noch einmal auf mein eigentliches Thema, Zeit und biologische Evolution, zurückkommen und eine wichtige Frage, die seit Darwin in der Biologie ungelöst schien, beantworten. Evolution bedeutet ja Entwicklung, also etwas, dem eine positive Zeitentfaltung inhärent ist. Leben ist aber ein so komplexer Zustand, dass eine andere als solche evolutive Entwicklung heute nicht denkbar ist. Das gilt schon für die primitivsten Lebensstufe, wie wir sie heute im Laboratorium vollziehen können und von denen wir zeigen können, dass sie bei Erfüllung der Bedingungen tatsächlich innerhalb kürzester Zeiten sich einstellen. Ich habe dies früher an einer Reihe von Beispielen demonstriert. Nun, wir haben bereits verstanden jetzt, warum in einem solchen Prozess nur ausgewählte Stufen, nicht mehr alle Möglichkeiten, nur die jeweils wertvolleren als Folge von Instabilitäten auftreten, selektiv erscheinen. Und das bedeutet auch die Lösung dieses immensen Komplexitätsproblems. Denn es wäre nicht genug Zeit seit Existenz unseres Universums und auch nicht genug Raum in unserem Universum vorhanden, um etwa alle Alternativen auszuprobieren, wenn wir nicht einen solchen gerichteten Prozess hätten. Wir wissen also, warum in der belebten Welt etwas und nicht alles entsteht. Aber was wir noch nicht wissen ist, warum dieses Etwas, was entsteht, auch optimal ist. Oder um wieder mit Leibniz zu sprechen, warum unsere Welt die beste aller möglichen Welten ist. Zunächst einmal scheint sich hier wieder ein Dilemma zu ergeben. Angenommen, ich habe einen Mechanismus und die Folge von Instabilitäten, die Selektionstheorie, liefert uns einen solchen Mechanismus, mit dem ich einen Wertgradient hinaufklettern kann. Ich weiß, dass wenn eine Mutante auftritt, die besser angepasst ist, die ursprüngliche Verteilung instabil wird, zusammenbricht und ich auf eine neue, höhere Ebene komme. Ich habe also einen Mechanismus, mit dem ich bergauf gehen kann in einem Wertgradient. Wenn ich das in unserer Landschaft tue und hier in München anfange, dann komme ich auf irgendeinem der Fußhügel. Ich komme aber nicht auf die Zugspitze und schon gar nicht aufs Matterhorn. Um da nämlich hinzukommen, müsste ich über weite Strecken hindurch bergab gehen, und zwar ziemlich weit bergab gehen. Und wenn ich diesen Raum mal, unseren geometrisch kontinuierlichen Raum, mir in einen Punktraum aufstelle und die Abstände der Punkte etwa mit Schrittlängen definiere, dann sehe ich sofort, ich müsste sehr viele Schritte in einer Richtung erst bergab gehen, bevor ich mal die Chance hätte, wieder bergauf zu gehen. Ich käme also nach einem solchen Mechanismus gar nicht zu einer optimalen Welt, sondern zu einer wahrscheinlich sehr miesen Welt. Wenn ich aber heute auf der molekularen Ebene, und da können wir die Untersuchung quantitativ ausführen, wenn ich ein Enzym untersuche, also einen der Biokatalysatoren, dann stelle ich fest, dass er optimal ist.
dann stelle ich fest, dass ich, wenn ich nur einen Baustein in der Kette ändere, die Funktion dieses Moleküls schlechter wird, was immer ich auch tue. Er ist optimiert und er ist nach den physikalischen Gesetzen, das haben wir an vielen Fällen selber untersucht, die beste aller möglichen Katalysatorstrukturen. Frage, wie ist das zustande gekommen? Nun, die Antwort ist gar nicht so schwer. Das Bild von unserem Raum, von unserem geometrischen Raum ist falsch. Das Optimieren der Strukturen bedeutet ja, dass ich in einer langen Kette, etwa beim Genom eines Kolibakteriums, in einer Kette von 4 Millionen Bausteinen oder schon in einem einzelnen Gen, einer Kette von vielleicht 1000 Bausteinen, an jeder beliebigen Stelle einen ändern kann. Und zwar einen von 4 möglichen Bausteinen bei den Nukleinsäuren. Das heißt, ich befinde mich nicht in einem zweidimensionalen Raum mit einem Wertparameter, sondern ich befinde mich in einem n-dimensionalen Raum, wobei n die Zahl der möglichen Schritte, die ich von einem gegebenen Zustand aus tun kann. Das heißt also, n wäre die Zahl der Positionen in der Sequenz mal der Realisierungsmöglichkeiten, also mal 4, wenn es um die Nukleinsäuren, mal 20, wenn es um die Proteine geht. Nun, ich kann mir einen n-dimensionalen Raum nicht vorstellen, aber ich kann einen Analogieschluss tun. Fangen wir mit einem eindimensionalen System an. In einer Dimension kann ich nur bergauf oder bergab gehen, komme sehr bald auf einen höchsten Punkt und sitze fest. Weiter geht's nicht. In einem zweidimensionalen System ist es schon etwas besser. Ich kann zum Beispiel in einen Sattel hineinkommen. Da geht's in einer Richtung bergab, aber in der anderen Richtung noch bergauf. Und nun muss ich weitergehen. Wenn ich, je höher die Zahl der Dimensionen, umso mehr Sattelpunkte verschiedener Ordnung kann ich definieren. Und Sie können das schon daran sehen, Sie alle kennen den Magic Cube, diesen Zauberwürfel. Das ist ein dreidimensionales System. Sie haben drei Achsen zu dem. Und Sie können auf sehr vielen Wegen schon zu der Optimalstruktur, nämlich jede Seite nur eine Farbe, kommen. Es gibt nicht nur einen Lösungsweg oder wenige Lösungen. Es gibt sehr wenige. Alles, was Sie brauchen, ist ein Algorithmus, um dahin zu kommen. Aber die wirklichen Trajektorien, also die wirklichen Bahnen, da gibt es sehr viele, die zum Optimum führen. Und das wird immer besser, je höher die Zahl der Dimensionen wird. Und für die Enzyme zumindest lässt sich abschätzen, dass in einer solchen n-dimensionalen Landschaft, die, wenn wir sie uns vorstellen können, sehr viel bizarrer wäre als unsere uns vertraute Landschaft, bei einer endlichen Schrittweite, die gar nicht groß sein muss, 1, 2, 3 Mutationen in Serie, ich in einer Domäne nahezu immer die optimale Struktur erreiche. Also doch eine optimale, in diesem Bereich wenigstens beste aller Welten erreicht. Nun muss ich aber wirklich mit meiner Ankündigung Schluss zu machen, auch muss ich auch ernst nehmen. Zeit ist also nicht einfach die Koordinate eines geometrischen Universums. Zeit ist ebenso verflochten mit der materiellen Komplexität dieses Universums. Mit uns selbst. Unsere Beschreibung dieser Welt kann immer nur aspekthaft sein, solange wir, die beobachten und reflektieren, uns nicht in die Beschreibung selber einschließen können. Wir erleben diese logische Unvollkommenheit unserer Abstraktion ja heute allenthalben. Gödel bewies, dass es unmöglich ist, mithilfe der formalen Theorien die Widerspruchsfreiheit einer Theorie vollständig zu beweisen. Tarski zeigt, dass es zu einem unendlichen Regress führen würde, wenn man eine logisch in sich geschlossene Formalsprache deduzieren wollte, in der alle Sätze wahr und widerspruchsfrei wären. Und wir müssen heute schließen, dass auch die Zeitdimension in eine für die Zukunft offene Welt weist. Eine Welt, in der nichts zwangsläufig nach logisch deduzierbaren Gesetzen vorbestimmt ist. Eine Welt, deren Trajektorien sich ständig verzweigen und in der es auch auf unser Handeln ankommt, welche Weiche schließlich sich einstellt. Nicht, dass diese Welt von inneren Zwängen frei wäre. Das Streben zum Gleichgewicht, das Erhalten des lebenswichtigen Nichtgleichgewichts durch Energiedissipation, die selektive Verschärfung der Komplexität, die naturgegebenen Ungleichheiten sind Zwänge, die wir akzeptieren müssen. Nicht gegen diese, wohl aber durch selektive Steuerung ihrer Wirkung können wir diese Welt gestalten, die Zukunft gewinnen. Ich danke Ihnen.